So, liebe Leute, die Prüfung ist geschrieben und die Aufgabe 2 wird hier im Forum gewünscht. Und daher mache ich mich also mal an die Lösungserstellung. In abgewandelter Form lief die Aufgabe so ab, dass also Kunststoffteile hergestellt werden sollten. Jede Viertelstunde 50 Teile. Ich schreibe mir mal sofort heraus. Dann wären das also 50 mal 4 gleich 200 Teile pro Stunde. Ihr hört, wie es hier hinter mir plimpert. Wobei jedes Formteil 70 Gramm wiegt. Das heißt also, die Masse, das kann man sich ja doch hier schon herausschreiben, wären doch im Prinzip dann 70 Gramm pro Teil. So. Das Ganze wird abgekühlt von 230 auf 65 Grad. Das heißt, das Delta Theta kann man sich sofort ausrechnen. 230 Grad Celsius minus 65 Grad. Und ich fühle mich hier auch gerade ein bisschen wie in der Prüfung. Darum verwende ich jetzt einfach mal meinen Taschenrechner. Obwohl ich das natürlich auch gut und gerne im Kopf machen könnte, mache ich es nicht, damit ich dann praktisch die Temperaturdifferenz zu 165 Kelvin oder Grad Celsius, spielt ja keine Rolle, entsprechend ausrechnen kann. Jo, worum geht's? Die spezifische Wärmekapazität C ist nichts anderes als 1,3 Kilojoule pro Kilogramm. Und Kelvin oder Grad Celsius spielt ja keine Rolle. Und damit sind die Daten im Großen und Ganzen praktisch dann geliefert. Jetzt ist gefragt, wie viel Wärme stündlich. Nun ja, angefangen hatte ich ja schon damit. Wir haben gesagt, wir haben 200 Teile pro Stunde. Das heißt also, in einer Stunde würden dann eine Masse abgekühlt von 70 Gramm mal 200 Teilen. So, dann haben wir es im Prinzip mit der entsprechenden Menge zu tun. 200 mal 70 Gramm sind, nun ja, ich hätte es auch besser gleich in Kilogramm umrechnen können. 0,07 Kilogramm, schummeln darf man ja ruhig, sind dann rund 14 Kilogramm. 14 Kilogramm in einer Stunde. Kann man die ruhig dahin schreiben, spielt ja keine wirkliche Rolle. Wir wissen natürlich auch, dass, und das war wohl die Frage, welche Wärmemenge, Q wäre dann nichts anderes als M mal C mal Delta Theta. Und das ist dann schon die Antwort für A, eigentlich ein echtes Heimspiel, wenn man so will. 14 Kilogramm mal 1,3 Kilojoule pro Kilogramm mal Grad Celsius mal der Temperaturdifferenz von 165 Grad Celsius. Kürzt sich auch alles brav hier weg. Ich werde es hier jetzt nicht mit Gewalt schön schreiben wollen. Wäre also immer schön bedacht in einer Stunde. Okay, Q ist dann 14.000, jetzt muss ich es dann doch mal rechnen. 14 mal 1,3 mal 1,65 gleich 3003 Kilojoule. Bloß nicht verschreiben, das wäre ja eine große Katastrophe. So, und das habe ich ja wohl pro Stunde. Wäre praktisch das Ergebnis hier jetzt für A. Und das war doch bis hierhin erstmal gar nicht so schwer, die 6 Punkte sich zu verdienen. Ich glaube, das ist doch dann, naja, von hier aus am Schreibtisch gelangweilt in der Tat möglich. Jo. Jetzt müssen wir uns natürlich noch ein kleines bisschen was anderes überlegen. Denn im Prinzip ist in B gefragt, wie viel Wasser nun praktisch durch die Form hindurchlaufen muss. Und naja, wir wissen natürlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist,
eine Arbeit, mal den richtigen Schreiber raussuchen, das ist ja Energie. Und Energie pro Zeit ist ja im Prinzip immer nichts anderes als Leistung. Okay, also P ist also nichts anderes als Q durch T. Also eigentlich steht hier oben tatsächlich eigentlich eine Kühlleistung. Diese Wärmemenge pro Stunde ist dann also nichts anderes als und 3 Kilojoule. Und jetzt müssen wir nur dafür Sorge tragen, dass da unten Sekunden steht, um daraus auf Kilowatt zu kommen. Eine Stunde sind 3600 Sekunden. Dann hätten wir jetzt Joule pro Sekunde sind Watt. Können wir ja auch gerne dabei bleiben. Sind 3003 geteilt durch 3600 gleich 0,8, ich schreibe mal mindestens 3 Kommastellen auf, 0,384 Kilowatt als kühle Leistung. Okay, das hast du sehr schön erklärt, aber nützt uns das denn jetzt etwas für diese entsprechende Wassermenge, die da durchlaufen muss? Ja, im Grunde genommen kann man sagen, diese Wärmelast muss natürlich auch erbracht werden durch das Wasser. Und das würde natürlich wieder bedeuten, dass wir uns also die Wärmeleistung herauszuschreiben hätten für das Wasser diesmal. Und auch hier gilt natürlich Q für das Wasser, wäre nichts anderes als, naja, M mal C mal Delta Theta, richtig. Und die Masse vom Wasser kennen wir nicht, aber das C vom Wasser kennen wir selbstverständlich. Das müssten wir uns natürlich noch aus der Formelsammlung heraussuchen. Da ich sie schon so oft verwendet habe, weiß ich, dass C Wasser nichts anderes ist als 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Grad Celsius oder Kelvin, ist eigentlich auch egal. Die Temperaturdifferenz Delta Theta vom Wasser sind nichts anderes als 21, das machen wir mal im Kopf, ne? Das sind 4 Grad Celsius. Und wir wissen natürlich auch, und jetzt kommt die kleine Grätsche, die wir im Kopf natürlich genau wie hier auch machen müssten vielleicht. Wir wissen natürlich, dass geteilt durch die Zeit wieder die Leistung dabei herauskommt und da kein weiterer Wirkungsgrad irgendwie am Start ist, können wir direkt schreiben. Also Q durch T, und jetzt repariere ich das, was ich da mal geschrieben habe, ist gleich, und dann nehme ich mal das Gleichheitszeichen oben weg, weil da stört es mich tatsächlich ein bisschen. Und da kommt jetzt hier unten die Zeit nochmal mit hin. Also weiß ich, dass das P nichts anderes ist und M durch T ist nichts anderes als der Massenstrom, den wir mit M-Punkt bezeichnen, mal C W mal Delta Theta. Richtig. Gut, wir können also sofort, weil wir wissen, dass P und das P sind identisch, nach M-Punkt umstellen. M-Punkt ist also P geteilt durch C vom Wasser mal Delta Theta vom Wasser, wenn man so will, schreib es ruhig mit hin. Wären also, und da gehe ich dann mal einfach auf die Watt, und dann sind wir bei 834 Watt geteilt durch, oh shit, ich hätte die Kilowatt dann doch lassen sollen, weil da kommt ja gleich Kilowatt mit dem C hinein, also 0,8 Kilowatt geteilt durch 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Grad Celsius geht nach oben, nach Grad Celsius, so, geht nach oben. Und das Delta Theta sind 4 Grad Celsius. Also, naja, wer schreiben kann, ist manchmal wirklich klar im Vorteil. Aber ihr seht, ich habe die Aufgabe tatsächlich hier jetzt on the fly gelöst und nicht vorher irgendwo aus einer Lösung abgeschrieben. Grad Celsius kürzt sich raus. Kilogramm bleibt gewissermaßen übrig. Also aus Kilowatt und Kilojoule verbleibt Sekunde. Und dann können wir das ja mal ausrechnen und sagen, was das denn für ein Massenstrom ist. Erstmal hier alles weg. 0,83.
genau hingucken. Geteilt durch 4,18 gleich, ich mache hier keine Kompromisse mehr, geteilt durch 4 gleich, und ich kann es ja nicht ändern, die Masse, der Massenstrom ist nichts anderes als 0,0496. Und jetzt müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Kilogramm pro Sekunde. Und nun ist es ja relativ einfach, weil wir wissen natürlich auch, dass die Dichte vom Wasser nichts anderes ist als 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik. Also soll heißen, wenn da jetzt so und so viel Kilogramm durchströmen, dann können wir natürlich genau auch aus diesem Kilogramm Liter machen. Und jetzt nicht so mathematisch einwandfrei, wäre also V Punkt, naja, warum nicht, der Volumenstrom V Punkt wäre dann eigentlich im Grunde genommen geteilt durch die Dichte hier. Ich bleibe mal dabei, ich schreibe es einfach so mal hin. Naja gut, das soll ja eine richtige Lösung werden. V Punkt wäre also M Punkt durch Rho. Gut, so ist die Formel. Und dann setzen wir das Ganze hier ein. 0,0496 Kilogramm pro Sekunde. Ja, richtig hinschreiben. Jetzt mal richtig nochmal nachdenken. Mal 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik ist also praktisch das Volumen. Kilogramm kürzt sich heraus. Und das war das, was ich eigentlich gleich schreiben wollte, aber irgendwie nicht getan habe. Und das ist eben im Grunde genommen pro Sekunde, das erkenne ich ja schon. Aber die Frage war ja natürlich hier da entsprechend pro Minute. Du weißt natürlich auch, dass also in einer Sekunde diese Menge, dann muss ich mal 60 rechnen, dann werden das Minute werden, weil das ist ja das 60-fache. Und dann habe ich den Volumenstrom, der da durchjaucht, mit mal 60 gleich 2,978, könnte man ja sagen, 978 Dezimeter sind Liter pro Minute, und naja, ungefähr 3 Liter pro Minute wäre eigentlich so die richtige Antwort, aber naja, wir haben es genau herausgearbeitet und bis dahin sind wir gekommen. Gut, okay, alles klar, es ist nicht so ganz einfach, das hier mit dem P zu rechnen. Man hätte es allerdings auch tatsächlich über die Wärmemenge Q rechnen können, sodass man hier über P hätte gar nicht rechnen müssen. Aber ich habe es halt so gemacht, ich kann es nicht anders. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.